Freunde, was geht ab? Heute bin ich gespannt, Freunde. Der erste FSV Mainz 05 gegen Borussia Dortmund in der MEWA Arena. Freunde, das wird eine Partie. Ich bin echt mal gespannt. Mainz hat sich ja zusammengerappelt mit dem neuen Trainer und jetzt geht es ja wieder hier bergauf und ich bin einfach mal gespannt, was die hier für eine Leistung gegen Dortmund zeigen. Ja, ich muss sagen, die Fans, das ist heute für mich so das Wichtige. Die Fans, was die Dortmunder Fans zeigen werden, was die Mainzer Fans zeigen werden in der MEWA Arena. Ist ja immer geile Stimmung, muss man sagen. Also ich bin Freunde heute. Ich denke, das wird heute ein richtig, richtig gutes Spiel. Und ich denke auch, dass wir einen richtig guten Stadionblock drehen werden, gerade wegen den Fanlagern. Ich freue mich, Freunde. Also, ich würde sagen, let's go, auf geht's nach Mainz und viel Spaß mit dem Stadionblock. Angekommen in Mainz. Ich laufe jetzt gerade in die MEWA Arena. Freunde, was für ein tolles Wetter. Der Wahnsinn, echt. Schaut es euch an, Freunde. Was für ein schönes Wetter, echt. Boah, habe ich heute Bock auf dieses Spiel. Wahnsinn. Freunde, ihr seht, vorne die MEWA Arena. Ich muss jetzt einmal hier geradeaus, dann links und dann sind wir da. Auf geht's. Also, Freunde, ankommen vor der MEWA Arena. Bitteschön. Let's go, gehen wir rein. Ah, gut sieht's aus. Genau da müssen wir rein. Auf geht's. Freunde, angekommen in der MEWA Arena. Hier die Dortmunder, da die Mainzer. Boah, bin ich gespannt auf dieses Spiel, ey. Boah, Freunde, es ist so heiß hier drin, ey. Ich schwitze mir einen ab, das ist der Wahnsinn. Es ist so heiß. Das ganze Stadion, ey. Hammer. Applaus habt ihr euch verdient. Hammergeil. Freunde, genau das liebe ich an dem Meisterstadion. Wenn ihr alle aufstehen und dann das Lied mit den ganzen Schals und alles. Hammergeil. Mega sympathisch, ehrlich. Werden auf jeden Fall geschwungen. Sehr geil. Da kommen die Spieler, Freunde. Hier seht ihr die Dortmunder, drüben die Mainzer. Die letzten Besprechungen und let's go, Freunde. Es sind aber da drüben Auswärtsblocken, es sind sehr, sehr viele Dortmunder hier. Das muss man schon sagen. Freunde, das Spiel geht los. Viel Glück an beide Teams und auf ein geiles Spiel. Viele Tore will ich sehen. Auf geht's, Jungs. Thank you.
Freunde, 17 Minuten gespielt. Ich muss sagen, brutale Stimmung von den Mainzern. Aber gutes Spiel auch von den Mainzern, muss man sagen. Ich dachte einfach, Nummer 2 ist auch schon da. Der Wahnsinn. Also Dortmund schaut zu. Mainz macht gerade das Spiel. Kann man mal machen. Freunde, keine Ahnung, was passiert ist. Aber 2-0 Mainz. Was war denn da los? Keine Ahnung, was passiert ist. Ey. 2-0 für Mainz. Kein Plan. Unglaublich, ey. Wer hätte das gedacht, Freunde? Freunde, einfach 2-0. Das habe ich ja überhaupt nicht erwartet. Ey. Hervorragend heute. Die spielen echt sehr gut, muss man einfach sagen. Übrigens, wir haben die 40. Spielminute und Mainz dominiert eindeutig das Spiel. Kann man nicht sagen, ehrlich, klasse Leistung. Was passiert da, ey? Eieieiei. Die erste Halbzeit ist rum. 3-0, Mainz 0-5. Das ist ja Wahnsinn. Also Freunde, ganz kurz zur ersten Halbzeit. Was soll man sagen? Mainz macht ein klasse Spiel. Und Dortmund schaut einfach zu, wie Mainz Fußball spielt. Das muss man einfach sagen. Mainz macht es klasse. 3-0 geht völlig in Ordnung. Die spielen das sehr gut. Die hatten noch ein paar Chancen, hätten sogar mehr draus machen können. Von Dortmund kommt absolut gar nichts. Ist ein bisschen traurig, habe ich ein bisschen mehr erwartet. Aber die haben wahrscheinlich schon mit Bundesliga abgeschlossen. Bei Champions League sind sie dabei, im Finale. Ja, die sind Dortmund im Kopf. Bundesliga ist für die wahrscheinlich schon Feierabend. Deswegen, also, egal. Trotzdem, ich bin einfach mal gespannt, zweite Halbzeit. Und ja, Freunde, ich würde sagen, viel Spaß damit. So, Freunde, die Spieler stehen bereit.
Und der Schiri müsste eigentlich gleich die Partie anpfeifen. Und die Mainzer sind natürlich auch am Start. Die machen heute Stimmung, das ist der Wahnsinn. Echt. Der Mainz macht genau da weiter, wo sie in der ersten Halbzeit aufgehört haben. Das ist nicht normal. Spielt ihr heute Real Madrid oder spielt ihr Mainz 05? Hammer, gefällt mir richtig. Es wird spannend. Die zweite Halbzeit hat angefangen, direkt Dortmund mit dem 1:3, beziehungsweise nee, 3:1. Falscher Alarm. Schiri zeigt gerade an, abseits. Also 3:0, weiter geht's. Ja, bin wir mal gespannt, ob Mainz die 3 Punkte heute mitnimmt. Bin ich mal gespannt. Was für ein Tag für Mainz 05. Köln gewinnt gegen Union Berlin und Mainz führt 3:0. Und es sieht ganz danach aus, dass hier 3 Punkte werden. Regulär noch 7 Minuten. Ja, 15. Platz Mainz, kann man mal machen. 2 Punkte Vorsprung auf Union Berlin. Ja, das kann man mal machen. Also ich bin echt gespannt. Letzter Spieltag. Wird nochmal spannend, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Union Berlin gegen Freiburg gewinnt, weil die halt auch um Europa spielen. Die wollen Europa spielen. Es wird schwierig für Union. Deswegen bin ich einfach mal gespannt, Freunde. Schauen wir mal weiter, was hier im Spiel abgeht. Die Mainzer sind glücklich. Drüben werden auch die Schalke geschwungen. Kann man mal machen. Klasse Stimmung in der MEWA Arena. Sehr geil. Freunde, die Mainzer sind happy. Es wird gleich abgepfiffen und dann haben sie gewonnen. 3:0 gegen Dortmund. Und es ist vorbei. Es ist vorbei, Freunde. Wahnsinn. Ah, die Leute freuen sich. Der Wahnsinn. Ah, sei den Mainzern gegönnt, ehrlich. Die haben gut gespielt. Die haben richtig gut gespielt. Geile Stimmung heute. Ich gehe mal raus hier und dann melde ich mich gleich nochmal. Auf geht's, gehen wir mal raus hier. Also Freunde, ich bin hier raus aus dem Stadion. Bin hier kurz, bin an der Ecke, an der ruhigen Ecke, wo ich hier kurz das Outro machen kann. Also Freunde, geiles Spiel muss ich sagen. Mainz dominant heute gegen Dortmund. Das muss man einfach sagen. Besser gespielt, verdient, gewonnen. 3:0. Kann sich Dortmund sogar glücklich schätzen, muss ich sagen. Also, Mainz hat wirklich stark gespielt, das muss man einfach sagen. Aber Freunde, eine wichtige Nachricht habe ich euch zu übermitteln. Und zwar auf dem Weg von Stuttgart nach Mainz haben wir die 5000 Abonnenten geknackt. Das ist der Wahnsinn. Einfach 5.000 Abos. So viel Fleiß ist da drin, das glaubt ihr gar nicht. Und ich bin einfach stolz und möchte euch einfach was zurückgeben. Vielen Dank dafür. Morgen wird auf Insta oder auf YouTube, das weiß ich noch nicht, wird ein Gewinnspiel stattfinden. Folgt mir auf Insta und schaut bei YouTube vorbei.
Da wird auf jeden Fall ein Gewinnspiel stattfinden, wo ihr ein Trikot gewinnen könnt, einen Schal gewinnen könnt. Und ja, vielleicht mit etwas Glück, wer weiß. Also schaut auf jeden Fall morgen vorbei. Macht beim Gewinnspiel mit. Ich will einfach der Community was zurückgeben. Ihr seid einfach die Besten, muss man einfach sagen. Freunde, das war's mit dem Video. Lasst ein Abo da, like, teilt und kommentiert das Video. Wir sehen uns nächste Woche, wenn es heißt Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach. Also, Freunde, macht's gut. Ciao.